Hallo Freunde, ich freue mich, euch zu einer neuen Folge von Beyond Steel Sky begrüßen zu dürfen. So, wir wissen, wir brauchen dieses Gedicht oder alle beide Gedichte. Die Frage ist nur, Sie haben aktuell willkommen, Bürger. Wie kommen wir an dieses Sie Ding ran? Wir müssen das irgendwie rüberbringen. Willkommen, Bürger. Sie haben Was passiert denn jetzt, wenn wir das Ding nochmal... Oh, jetzt ist es zu weit Sie weg. Haben willkommen, Bürger. Jetzt geht's nicht mehr. Sie haben aktuell nicht die kann man bei dir noch was sagen? Der Droide sollte seinen Dienst mit einem Lächeln verrichten. Die Menge willkommen, Bürger. Sie Darf ich dir ein... Stets zu Diensten. Kennst du den Mann in der VIP-Lounge? Natürlich, das ist der wundervolle Sir Reginald Arthur Schnippel. Union Citys Hofdichter. Kann er was? Oh ja, er kommt recht oft her und sagt mir, wie genial er ist. Oder, dass die Musik zu sehr ablenkt. Lässt du mich in die... Das geht. Nee, das hat man doch schon. Sobald er besonders ist es keiner mehr. Bis dann. Einen schönen Tag. Ja, aber jetzt steht's wieder richtig. Weil der nervt so langsam ein bisschen. So, wir machen hier auch ein bisschen bessere Musik wieder rein. Tut mir leid für das Mädel, aber... Aktuell nicht die benötigte Menge willkommen. Kann ich auch irgendwie auf dich irgendwie scannen? Nee. Sie haben aktuell willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos willkommen. Ah, nee, Bürger. Das ist Joey. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge willkommen, Bürger. Sie haben aktuell willkommen, Bürger. Ah. So ein anderer Droide, wo er rumfliegt, gibt's hier irgendwie auch nicht, richtig? Da ist so einer, meine ich hier. Doch, Ambitionstag. Wenn wir den reinkriegen würden. Wenn wir den reinkriegen würden, dann könnte man das Gedicht lesen. Das ist ja so eine, Mitteilung da unten drin. Aber wie kriegen wir den da hin? Ah, oder kommt da gerade? Oh, perfekt. Union City wünscht allen Bürgern einen frohen Abend. Stellen Ihre Hütte. Aktuell willkommen, Bürger. Na, der kommt aber nicht dahin. Kann ich den irgendwie? Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge willkommen. Ah, oh, Moment Bürger. Mal. Kann ich auch irgendwo einen Alarm ausgeben? Nicht die benötigte Menge Kudos. Alarm? Wir können den reinloggen. So, wenn wir jetzt hier sagen. Hat das Recht auf Spangles? Ja, Geschmack anpassen? Oder nein, dann macht er Alarm. Und dann kommt er doch bestimmt hier rein. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell eine frische Premium Spangles. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Okay, dann müssen wir noch was ändern. Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren YouTube. So. Dann, das passt. Aber dann machen wir statt dem hier, statt dass dann Getränk bestellt wird, dann wird Alarm ausgegeben. So, jetzt aber. Jetzt müsste der Alarm losgehen. Sie haben aktuell willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Und jetzt haben wir doch jetzt diesen... Ja, wieso habe ich ihn jetzt... Ach, den kann ich auch irgendwie hinziehen. Interessant. Ja, jetzt haben wir ihn hier. Jetzt müssen wir nur... So, jetzt aber. Haben wir jetzt tragbarer Dings. Da mal das hier. Nehmen wir erstmal das private Gedicht, hätte ich gesagt. Das Ambitionsgedicht, das brauchen wir ja. Nehmen wir erstmal das hier. Sie haben aktuell nicht die benötigte... Die kleinen Lautsprecherroboter waren nun im Alarmzustand. Bei Alarm, dann zeigt dir jetzt mal das hier an. So, jetzt müsste das doch das Gedicht anzeigen, Sie oder? Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Die Roboter arbeiteten nebenbei als 1CUs Alarmbots. Zum Bestellen Ihren YouTube. Sie haben aktuell willkommen. Bleib mal da stehen, wir brauchen dich doch Alles noch. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. So, jetzt aber.
Hä? Der Roboter spuckte den ein oder anderen motivierenden Spruch aus. Okay, wann machst du den raus? Die Stadt lächelt herab, ihr Atem Minskes Unglück. All unser Dunkel saugt sie ab, lässt nur ein Lächeln zurück. Okay. Alles klar. Aber das war nicht das, was wir brauchen, glaube ich. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell willkommen, Bürger. So, dann machen wir das private Gedicht wieder hier rein. Und das hier machen wir hier rein. Dann hast du den Ambitionstag und wir haben dein Gedicht hier drin. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kilos. Und den Alarm können wir eigentlich wieder rausmachen. So. Müssen wir noch mal kurz warten auf den hier. Die kleinen Lautsprecherroboter waren nun im Alarmzustand. Sie befinden sich am Ort eines aktiven Alarms. Hab ich was falsch gemacht? Das wird sich noch zeigen. Haben Sie Informationen über den Grund des Alarms? Ich habe nichts gesehen. Nun gut, keine Panik. Minus wird mir die Identität des Schuldigen bald mitteilen. Vorfall registriert. Sie dürfen jetzt weitermachen. So. Ach, das war der andere. Ich mit festem Tritt in mein Lieblingscafé zu sehen, Union City. So schön, das Herz lässt's aufgehen. Sicher könnt ihr mich alle verstehen. Okay. Und jetzt haben wir's oder haben wir's jetzt nicht? Weil er hat jetzt das Gedicht ja aufgesagt. Ich mit festem Tritt in mein Lieblingscafé zu sehen, Union City. So schön, das Herz lässt's aufgehen. Sicher könnt. Reginald würde wohl kaum gefallen, wie der Roboter seine Dichtung vortrug. Ja, die Frage ist, haben wir es jetzt oder haben wir es jetzt nicht? Oder muss ich das jetzt irgendwie noch aufnehmen? Ich mach mal einen kurzen Speicherstand. Sieh sich einmal all die Scheitelpunkte an. So, theoretisch haben wir es ja jetzt, oder? Probieren wir mal, ob wir jetzt mit Tarquin nochmal reden können, ob das, nachdem wir das Gespräch jetzt gehört haben, oder ob wir dann noch weiteres machen müssen. Dass wir es ihm vorspielen oder so irgendwie, aber. Oder hätten wir das jetzt nochmal wieder rausmachen müssen? Wir probieren es aus. Willkommen, wohin möchten Sie? Bring mich zu meiner. So. Wir probieren es jetzt einfach mal aus, ob es geklappt hat, dass er sich das merken konnte und wir das jetzt vortragen können. Die Frage ist, hätten wir es wieder auf sein Tablet zurückmachen müssen? Hallo Songbird. Probieren wir es mal aus. Hast du kurz Zeit? Was wünschen der Herr? Hallo. Guten Tag, Master Grundy. Ich arbeite noch an der Inspiration. Ah, okay, es hat nicht geklappt. Freut mich zu. Andere Frage. Wasch. Verstehe. Ha. Bis dann. Das hat jetzt irgendwie nicht geklappt. Können wir das Ding? Auf ihr Terminal irgendwie jetzt bringen? Hurra! Noch ein Kunde! Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren Bildschirm. Dazu müssen wir aber erstmal die Musik. Ja, wir müssen wahrscheinlich das Ding. Sie bleibt jetzt immer da stehen.
Das heißt, da passiert jetzt nichts mehr. So. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Wo ist denn jetzt dieser blöde Lautsprecher? Da ist das Gedicht. Nee. Hä? Der Lautsprecher ist irgendwie weg. Ja, super. Eines Tages schritt ich mit festem Tritt in mein Lieblingscafé zu sehen, Union City. So schön, das Herz lässt's aufgehen. Sicher könnt ihr mich alle verstehen. Ja, ich krieg den ja auch nicht dahin. An Greta-Terminal? Nee, da können wir nichts machen. In mein Lieblingscafé zu sehen, Union City. So schön, dass... Andererseits, Moment. Dann könnte ich vielleicht das dahin kriegen. Ich brauche den Alarm nochmal. Ich muss den jetzt nochmal hier reinbringen. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell. Willkommen, Bürger. Der ist zu weit weg hier, oder? Sie haben nicht die benötigte Menge Kudos. Ja, der ist zu weit weg wieder. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell... Willkommen, Bürger. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Wie krieg ich dich dahin? Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Neuen Ort nähern, dann sagt er das an. Beim Alarm nähern, dann macht er jetzt das hier, aber... Willkommen, Bürger. Die kleinen Lautsprecherroboter waren nun im Alarmzustand. Es bringt alles Gedicht nur noch, wenn er im Alarmzustand ist. Die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Bitte scannen Sie zum Bestellen Ihren Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Ich krieg den ja nicht in der Nähe von denen. Und sie hin. Damit es aufgenommen wird, damit ich das auf den Walkman hätte. Verzeihung. Was kann ich für dich tun? Funktioniert dein... Es scheint so, im Moment. Ich mag dein... Danke, der ist aber Schrott. Ein altmodischer Schraubenschlüssel ist mir lieber. Dann magst du meinen. Hey, wo hast du den her? Du siehst nicht wie ein Diagnostiker aus. Der ist, zum Putzen. Oh, oh, Foster, sie ist uns auf der Spur. Funktioniert dein Musik... Es scheint so, im Moment. Bis dann. Dann bis dann. Scheiße. Da kann man nicht wirklich was benutzen mit. Nee, also im Prinzip ist es mir klar, wir haben jetzt das Gedicht auf den Dings, aber das bringt uns anscheinend nicht wirklich was. Wir können den noch dahin holen, das war's dann. Okay, das ist seltsam. Wir haben es wenigstens auf den auf diesen Roboter gebracht, aber was bringt uns das? Also anscheinend nicht wirklich was. Er scheint die Musik zu genießen, haben wir schon. Vielleicht, weil er ist ja den VIP-Bereich, haben wir auch schon, wir haben es ihn ja auch schon weggenommen. Alles in Ordnung. Puh. Bitte Bereich räumen, Bürger. Dichte Menge willkommen. Okay, der hängt jetzt wieder hier fest. Scannen Sie zum Bestellen Ihren YouTube. Sie haben aktuell nicht die benötigte Menge Kudos. Willkommen, Bürger. Da ist der Lautsprecher wieder, aber der ist halt weit weg von der. Ich könnte natürlich die Musik wieder ändern, aber... Hacke die Jukebox um, ihn rauslocken, haben wir auch schon. Das haben wir auch schon gemacht. Und wir haben auch das Ding auf diesem Ding reingekriegt, aber
Aber was bringt uns das? Sieh sich einmal all die Scheitelpunkte an. Beziehungsweise... Spengels Automat ist ja nur das hier. Da könnten wir aber auch einen Alarm rauskriegen. Bei dem Kopfhörerteil ist ja kein so ein Spengel Automat. Ich bin nur am überlegen, wo wir den Lautsprecher noch überall hinkriegen könnten. Ob wir den da in die Nähe kriegen können, aber... Oh ja, nee, das geht nicht. Ich glaube, ich bin verliebt. Ah. Holo-Werbung? Ah, wir könnten das Ganze vielleicht hier hinkriegen. Warte mal. Wo haben wir unseren Lautsprecher-Dings? Ja, da komm, da. Wenn wir den alles auf die... in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Bitte in die Nähe. Dann können wir die Ambitionsgedicht vielleicht... auf dieses Ding hier draufsetzen. So. Hallo, solltest du mir jetzt nicht das Ding zeigen? Dann machen wir es halt so hin. Wieso bringt er mir jetzt hier dieses Ding hier nicht an? Warum zeigt er mir jetzt hier das Gedicht nicht an? Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Ja, zeigt er mir nicht dieses blöde Gedicht an. Bürger erkennen. Hat er es nicht gezeigt? Da bringt er nur diesen Ambitionstag. Ja, beziehungsweise er bringt das Gedicht nicht, sondern... Aha. Okay, nächster Hinweis. Haben wir ja auch schon gemacht. Haben wir auch schon gemacht, aber es bringt uns auch nichts. Hm. Jetzt haben wir auf jeden Fall die Werbung hier drauf, der uns aber nichts angezeigt wird. Im Minus-Terminal wird auch nicht das angezeigt, oder? Holo-Brosche hatten wir aber was Neues. Ah, das Sandwich. Die sich häufenden Sandwich-Diebstähle werden einem Schurken im Trenchcoat zugeschrieben. Nein, wir haben doch keinen Trenchcoat mehr. Alles in Ordnung. Im Moment nicht an, sagen wir so. Der Anzeiger könnte die Daten speichern, aber du musst ihn irgendwie herbeirufen, sie dann auch wieder von ihm runterbekommen. Und das ist das Problem, sie wieder runterzubekommen. Da habe ich Probleme. Alles andere ist in Ordnung, bitte, aber sie runterzubekommen? Ich meine, runterbekommen haben wir sie. Wir haben sie jetzt in diesen Werbungsdings drin. Aber das scheint uns ja auch nicht wirklich was zu bringen. Alles in Ordnung. Bitte Bereich räumen, Bürger. Beziehungsweise... Ah, Moment. Nee, doch. Ambitionsbroschenstation. Da können wir... Statt Joeys Holo-Datei, dann machen wir das Ding rein. Ja, okay, jetzt hab ich's. Ja, dann hab ich's doch ohne Hilfe geschafft. Dann brauchen wir das Ambitionsgedicht aber wieder. Eines Tages Schritt. Moment, dann brauchen wir Spengels, dass er den Automat reinmacht. Wir sind, glaube ich, ja noch nicht mehr. Wir haben ja genug schon. Genießen Sie dieses kleine Stück Glück, dank meines. Okay, dann muss ich Alarm so rausmachen. Wir sind berechtigt, Dinger zu... haben jetzt. So, jetzt aber. Okay, Bürger Graham. Ruhe Ich bin... Haben Sie Informationen über den Grund des Alarms? Ich hab... Nun gut. Vorfall. Sie dürfen... Ich wollte eigentlich den da anloggen. Um ihn da hinten hinzubringen. Oder kommt der automatisch nach hier hinten? An alle Sozialabsteiger, passen Sie Ihre Ambitionsbrosche hier an.
So, wir müssen zu der Brosche hinbringen. Ah, der kommt automatisch dahin. Eines Tages Schritt, ich mit Perfekt. Festem Tritt. Der kommt automatisch dahin, da hätte ich gar nichts machen müssen. Union City. So. So schön, das Herz lässt's aufgehen. Sicher könnt ihr mich alle verstehen. Ach, da haben wir's ja. Kann ich die jetzt irgendwie hier auf unseren Ding drauf machen? An alle Sozialaufsteiger, passen Sie Ihre Ambitionsbrosche hier an. Frohen Ambitionstag, Sir. Bitte das gewünschte Hologramm wählen. Für mich, ich lieb... Welch? Niemand wird... Fertig. Danke. An alle Sozialaufsteiger, passen Sie... Jetzt enthielt meine Ambitionsbrosche Reginalds Poesie. Genau das, was Tarquin suchte. So, sehr schön. Lasst uns aber vielleicht... Fehler. Inkompatibler Datentyp. Ja, lasst uns das Gedicht hier nochmal machen, aber erst, wenn er einen Alarm macht. So. Dann haben wir es jetzt tatsächlich geschafft, das Ding raufzumachen. Und ich hab die Hilfe doch nicht gebraucht gehabt, weil alles, was wir aus der Hilfe rausgekriegt haben, das hatten wir ja schon gemacht gehabt. Ich hab's also nochmal doch tatsächlich alleine gelöst gekriegt. Ah, sehr schön. Mir war nur nicht klar, dass wir, dass der so weit hinten hinfliegt, dass das alles funktioniert. Okay, dann, würde ich sagen, beenden wir das Spiel. Und, ja, in der nächsten Folge sehen wir uns wieder. Bis dahin, macht's gut und tschüss.